Wir sind jetzt hier am Stand von Lucia Stenzel. Lucia Stenzel kommt mit ihrer eigenen Kollektion. Das unterscheidet sie eben von anderen Brautmoden. Inwiefern bekommen Sie so Ihre Ideen für Ihre Kleider? Also ich richte mich schon nach den Designern, die den Trend im Voraus setzen. Aber ich lasse mich nur halt inspirieren und meine eigenen Ideen füge ich dazu. Die eigenen Ideen sind immer vorhanden, also von daher versuche ich einfach dann im Schnitt und Fertigung was Neues und was Besonderes zu machen. Sie passen das dann auch immer jeweils an die Braut an, nehme ich an. Ich mag die Kollektion für eine Konfektionsgröße und wenn die Braut zum Beispiel im Laden kommt und findet ein Traumkleid für sich, entweder bekommen sie Maßanfertigung und dann machen wir ein komplettes neues Kleid auf ihre Figur angefertigt oder machen wir eine kleine Anpassung, wenn die einfach dann ausreichen würden. Wo finden die Kunden Lucia Stenzel? Ich bin im Alfte bei Bonn und wir haben ein eigenes Atelier in Bornheim. Das sind ja nur 6 Kilometer entfernt, also von daher unser Showroom aber ist im Alfte und da machen wir immer Termine, und um die Kunden da einfach glücklich zu machen. Wir sind jetzt nochmal zurück bei Melanies Brautoase mit ihrem Mann zusammen, der den Bereich der Herrenfestmode abdeckt. Wohin geht der Trend? Es ist so, die Herren dürfen heute deutlich mehr, als das früher war. Früher gab es ja so zur Auswahl Schwarz und Schwarz und Schwarz und vielleicht ein bisschen Anthrazit. Heute sind die Farben doch deutlich anders und der Trend im Moment geht sehr Richtung Blau. In verschiedenen Farbvariationen, also von dunkelblau bis ganz helles Blau. Die Stoffe sind auch ganz unterschiedlich, das ist bis zum Seiden- und Tweedanzug. Von der Ausstattung, Accessoires ist es sehr vielseitig geworden. Westen gibt es in allen Farbvariationen, in allen Mustervariationen, wie man ideal auf die Brautkleider abstimmen kann. Im Moment ist ein großer Trend, wieder dahingehend auch mal wieder Fliege zu tragen, mit oder ohne Hosenträger, was auch Bewegungsfreiheit wieder bringt. Aber es ist auch wieder ein Trend, so ein bisschen mehr Klassik wieder in die Eventveranstaltungen, Hochzeit reinzubringen, was ich sehr schön finde. Vielen Dank.